Aua. Was? Ich bin in der Vorhölle. Die Hölle. War ja klar. Ich weiß jetzt immerhin, wie es funktioniert. Nein, weiß ich nicht. Ah, jetzt geht auch so. Hey, jetzt sieht man wenigstens mal, was passiert danach. Okay, ich bin wirklich in der Hölle. Richtig zu leid zu. Hallo? Es ist ja. Tja. Das ist ein Stromumkehrer. Habe ich aus dem Spiel rausgeklickt. Ich glaube. Soll ich das gar nicht tun? Warte mal. Ha! Nee. Mit der Bodenplatte kombinieren. Ah, es funktioniert. Baseballschläger, Feuer, Kreissäge, Schneeflocke oder Schraubenzieher. Alle try zusammen. Reihenfolge ändern, okay. Warte mal, wenn ich jetzt den da reinschiebe. Nicht wirklich was gebraucht. Warte mal, das ist ein komisches Ei. Zum Fließband. Aha. Dafür waren die Sicherungen da. Jetzt gucke ich mir das nochmal an. Das haben wir Eis. Feuer. Baseballschläger. Kreissäge. Laser. Hmm.
passt dann. Er wird nicht sonderlich begeistert. So, werde ich erstmal geschlagen. Zu dem Aschehaufen verwandelt. Eingefroren. Und dann kleine Stückchen geschnitten. Dann hat er mich wieder zusammengeschweißt. Das war schon mal nicht ganz falsch. Also das ist zuerst geschlagen und ist schon mal gut. Eingefroren? Es ist hinten gerade etwas grün geworden. Das ist schon die letzten Male. Ah, okay. Zusammengelötet und aufgetaut. Errungenschaft bekommen, Darwin Award. Aber ich weiß, glaube ich, wie es geht. Ich glaube, ich muss nur den ersten und den letzten, glaube ich, tauschen. Nein. Hey, warte, jetzt pass auf. Zuerst das Eis. Dann zersägen. Dann der Laser. Den bin ich mir jetzt gerade echt nicht sicher. Aber wie gesagt, wenn er am Schluss bloß noch aufs Maul kriegt, ist glaube ich halb so wild. Schauen wir doch mal. Zusammenschweißen. Auftauen. Und schlagen die Fresse. Täglich grüßt das Moment. Nimm hier schon mal angefangen, so frechen Jungen. Und das ist dann wohl dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels. Von wegen Licht am Ende des Tunnels. Das ist nur ein beleuchteter Knopf. Wow. Hä? Das ist ja gar nicht die Hölle. Das ist so eine Art Fabrik. Und eine verdammt schäbige obendrein. Heißt das etwa, ich bin gar nicht tot? Kann mir mal irgendjemand erklären, was hier vor sich geht? Ich wünschte, ich könnte es. Ich habe keine Ahnung. Fett. Kohlenhydrate, Wasser, Mineralstoffe, Eiweiß und mysteriöse sechste Anzeige.
Bah, wurscht. Okay. Deine Fragen werden sich bald auflösen. Bah, wurscht. Verdammt, so scheiße, Junge. Hey. Beruhigen wir uns erstmal wieder, okay? Hey, du! Hey, das ist der Tod. Halt doch mal stehen! Ich verlange Antworten! So ein Mist! Ist bald mal Feierabend? Och, das gibt's doch nicht. Dieses Mistviech hat die Tür von außen verriegelt. Ach, das wird ihm letztlich auch nichts nützen. Sackbohnen. Ölflasche. Achso. Ich nehm einfach alles mit. Das ist ziemlich witzig. Was soll ich damit? Reines Leer. Warte mal, ich hab doch jetzt gerade lieben. Jo, Olivenöl. Ich bin tatsächlich, aber ich finde. Keine Tür dieser Welt vermag es, einen Rufus auf Dauer aufzuhalten. Alles sind Pommes und Plörofitz. Hey, hallo! Was soll das Versteckspiel? Oh, ich habe Besuch. Wie schön. Nichts ist hier schön. Na doch, du lebst wieder. Ist doch fantastisch. Ach, das schon gar nicht. Ich sollte eigentlich tot sein. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Möchtest du vielleicht einen Pfefferminztee? Der entspannt und macht einen frischen Atem. Es gibt nichts Besseres, wenn man gerade erst wieder auferstanden ist. Ich habe keinen Bock auf Pfefferminze. Ich will antworten. Wo bin ich hier? Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Du wohnst hier? Hübsch, nicht wahr? Früher einmal war das hier die Anlage, in der der Organon erschaffen wurde. Es handelt sich um eine Klonfabrik. Sieht aber eher wie eine Müllverwertungsanlage aus. Ist es auch. Man benötigt viel organisches Material, um Menschen zu klonen. Willst du damit sagen, dass der finstere Fiskus eigentlich Biomüll ist? An deiner Stelle wäre ich nicht so überheblich, Prototyp R. Was für ein Typ? Selber Prototyp. Ich wollte dich nicht beleidigen, Rufus. Du kennst meinen Namen? Natürlich kenne ich den. Ich habe ihn dir ja selbst gegeben. Was soll das denn jetzt? Zugegeben, nicht mein kreativster Name. Du stammst aus einer Reihe von Prototypen, die der Massenproduktion des Organon vorangingen. Nur drei überlebten. Prototyp A, Prototyp C und du. Prototyp R. A und C? Argus und Kletus. Und R wie Rufus. Klatsch, genau. Klatsch. Rufus steht für rothaarig. Ich dachte, ich könnte euch anhand der Haarfarbe unterscheiden. Aber ich habe es nie hinbekommen, dass die Haarfarbe die Pubertät überdauert. Leider war das nicht die einzige Macke. Alle Prototypen hatten Probleme, bevor ich die richtige Mischung fand. Die Klone waren als entbehrliche Arbeitskräfte konzipiert. Ich nahm euch den Respekt vor dem Leben. Leider führte es dazu, dass
dass viele von euch auch keine Angst vor dem Tod hatten. Es gab diverse Unfälle. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. Wie ein Dodo. Ich bin nicht wie die Organons. Das habe ich auch nicht behauptet. Es stimmt zwar, dass ihr fast identische Gene habt, dieselbe Respektlosigkeit vor dem Leben, aber eine Sache ist dir zu eigen, die ihnen fehlt. Sexappeal. Hoffnung. Ja, und Sexappeal, nicht wahr? Ich glaube eher Wahnsinn. Ich bin nicht wie Cletus oder Argus. Natürlich nicht. Cletus hatte eigentlich mal grüne Haare und Argus blaue. Ja, ich hatte jetzt nicht an die Äußerlichkeiten gedacht. Die beiden sind hinterhältig und falsch. Das bin ich nur, wenn niemand zuguckt. Die beiden sind arrogant und selbstgefällig. Ich hingegen bin super. Die beiden sind gemeine Arschlöcher und ich bin ein... Wow, komm mal runter, Alter. Ihr seid nicht identisch, weil du viel mehr bist als nur die Summe deiner Gene. Hm? Jede Erfahrung, jede Erinnerung addiert sich zu der Persönlichkeit, die du heute bist. Du meinst, wir waren mal komplett gleich, aber ich hab dazugelernt? Exakt, Okowski. Naja, zumindest so ähnlich. Das Gen zum Dazulernen wurde bei dir falsch exprimiert, aber der Rest stimmt. Wenn ich ein Klon wäre, müsste ich dann nicht wieder ganz jung sein? Eine gute Frage. Siehst du diese Behälter da drüben? In diesen Reifungskammern kann ich den natürlichen Alterungsprozess simulieren. Du kannst deine Klone also bis zu einem beliebigen Alter reifen lassen. Genau. Warum hast du dich dann so alt gemacht? Sei nicht so unhöflich. Wenn ich ein Klon bin, ja? Warum habe ich dann immer noch denselben Mantel an? Ernsthaft? Ach, schon wieder die Klamottenfrage. Verdammt nochmal, ich erschaffe Leben. Man sollte denken, dass das im Zentrum der Verwunderlichkeiten steht. Aber nein, immer fragen alle nach den Klamotten. Entschuldigung. Wenn ich ein Klon bin, warum kann ich mich dann an alles erinnern? Ah, du passt ja auf. Natürlich passe ich auf. Das war in deinem Design eigentlich nicht vorgesehen. Aber na gut, die Technik dahinter ist eigentlich ganz einfach. Mit einem Ganzkörperscanner wie diesem hier kann ich ein komplettes Speicherabbild deines neuronalen Netzes anfertigen. Beim Reifungsprozess werden in diesen Klonkammern dort mit Hilfe von winzig kleinen Messern die sich neu bildenden Nervenbahnen in die richtige Position getrimmt. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie beim Beschneiden eines Bonsai-Bäumchens. Mit dem Unterschied natürlich, dass das Gehirn viel komplexer ist und die Schnitte innerhalb von Nanosekunden... Entschuldige, was war das nach nicht vorgesehen? Nicht so wichtig. Ja, jetzt pass mal auf, jetzt habe ich doch immer vor jedem einzelnen Teil dieses Ding mit dieser Presse gehabt. Das heißt, dass ich jedes Mal einen anderen Rufus gespielt habe. Im Prinzip ja. Nichts von dem, was du da faselst, ergibt irgendeinen Sinn. Ich weiß. Das war vielleicht ein bisschen viel Information auf einmal. Wenn du Fragen hast, immer her damit. Das ist nicht wahr. Doch. Aber es kann nicht sein. Nichts von dich weiß. Wenn du fragst. Wer bist du? Mein Name ist... Ich habe früher diese Klonanlage geleitet. Da musst du ja uralt sein. Technisch gesehen bin ich erst seit 2 Tagen am Leben. Ich klone mich regelmäßig neu. Das hält jung, aber meine Gene sind alt. Die Abstände werden immer kürzer. Warum stirbst du nicht einfach? Warum sollte ich? Mir geht es super. So siehst du gar nicht aus. Mein Gott, akzeptier's doch. Deine Zeit ist abgelaufen. Im Gegenteil, ich bin topfit. Oh, könntest du kurz... Danke. Wo war ich noch stehen geblieben? Du bist topfit. Ach ja, genau. Wie ein Turnschuh.
Warum lässt du mich nicht sterben? Genau genommen warst du tot. Ich habe deine Überreste geklont. Ja, aber warum? Ich hätte es verdient, tot zu sein. Sei nicht so hart zu dir. An so einem schönen Tag sollte niemand tot sein. Das ist kein schöner Tag. Ich habe alles vermasselt. Oh, kann es sein, dass da jemand einen kleinen Schuldkomplex hat? Hm? Egal, was du getan hast. Komm darüber hinweg. Das Leben geht weiter. Das nennst du Leben? Das ist kein Leben. Das ist maximal ein billiger Abklatsch vom Leben. Ein Plagiat. Eine künstlich erzeugte, schlechte Imitation. Oh, hier ist nichts künstlich. All meine Klone sind aus komplett biologischem Anbau. Sagtest du nicht, dass du die Zutaten im Müll gefunden hast? Biomüll. Alles ganz natürlich. Oh, bis auf die Nukleinsäure. Die wird aus radioaktivem Schlamm synthetisiert. Das ist nicht wahr. Doch. Aber es kann nicht sein. Das Leben geht eben nicht weiter. Es war alles umsonst. Hippodia ist verloren. Genau wie Goal. Und es ist alles meine Schuld. Warum soll ich dieses scheiß Leben eigentlich noch weitermachen? Weil es noch Hoffnung gibt. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter. Wie stellst du dir das vor? Willst du mit dem Apparillo da etwa ganz Deponia klonen? Ich zeig dir jetzt mal, was ich von diesem bescheuerten Ding halte. Nein, Rufus, tu es nicht. Na dann halt mich doch auf. Tu es nicht! Aua! Hey! Das tut weh! Nimm das! Nicht doch die Maschine! Sei still! Das tut weh! Das tut weh! Lass das! Ist, solange du ihn verprügelst. Prügel ist die Stahlträger. Stopp! Ich könnte ihn nochmal verprügeln, stimmt? Das tut weh! Nein! So! Jetzt bist du dran. Was hast du getan? Du hast alles kaputt gemacht. Jetzt war alles umsonst. Na endlich, er hat's verstanden. Du hattest mit allem recht, außer mit einer Sache. Das alles ist meine Schuld. Ich war es, der damals geglaubt hatte, Deponia sei nicht länger bewohnbar. Und ich habe den Evakuierungsplan entworfen. Ich habe Elysium erdacht und den Organon erschaffen. Als es dann soweit war, kamen mir Zweifel. Ich blieb auf Deponia zurück, um nach einer besseren Lösung zu suchen. Ich hatte alle Zeit der Welt und habe trotzdem versagt. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann nicht wieder gut machen, was ich getan habe. Ich dachte, ich hätte es verdient, mit der Schuld zu leben. Aber selbst das war noch zu optimistisch. Denn wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Ich habe nur verdient, mit der Schuld zu sterben. Heul doch!